willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Seit 2 Wochen habt ihr jetzt nichts von uns gehört, damit ist jetzt Schluss. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch. Eine neue Soundbar von der Firma Sonos. Und zwar die Sonos Ray. Die gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an, von den Anschlüssen her, was sie kann, wie sie klingt, ist nur bedingt möglich im Video hier auf YouTube. Dafür kommt ihr am besten einfach mal zu uns. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Ray an. Video ab! Ich hoffe, unser kleines Video hat euch gefallen, um einen kurzen Überblick zu verschaffen, wie sieht denn die neue Sonos Ray aus. Jetzt gehen wir ein bisschen in die technischen Details. Und zwar fangen wir damit an, mit der Optik. Die Sonos Ray ist jetzt den neuen Lautsprechern angepasst bei Sonos. Wie die Arc und auch die neue Beam gibt es hier keinen Stofffront mehr. Alles ist aus dem Kunststoff, wie der Rest des Gehäuses. Finde ich persönlich sehr schick, denn die Stoffbezüge haben doch ein bisschen an Farbe verloren im Laufe der Jahre und sind auch sehr viel dreckiger geworden, als das hier halt eben bei dem Kunststoff der Fall ist. Die Ray gibt es in Weiß und in Schwarz, wie auch bereits gesehen im Video. Da ist sich Sonos einfach treu geblieben. Was soll man da auch dran ändern? Eine gelbe Soundbar, eine blaue Soundbar, macht nicht wirklich Sinn für meiner Meinung nach. Von den Tonformaten her ist die Ray auch absolut top mit dabei. Normales Stereo, PCM ist dabei, Dolby Digital und natürlich auch DTS. Was nicht funktioniert, ist Dolby Atmos. Dafür fehlen uns einfach die Lautsprecher nach oben hin. Von den Anschlüssen her ist die Ray auch ein bisschen abgespeckter, muss man wirklich sagen. Wenn ich hier mal auf die Rückseite schaue, angefangen vom normalen Stromanschluss über den optischen und den LAN-Anschluss, sind wir schon fertig. Wir haben also kein HDMI, kein EARC, heißt die Tonformate fehlen uns fürs Dolby Atmos, wie gesagt, aber auch spezielle Dolby-Formate, die die Arc und auch die neue Beam können. Macht letztendlich natürlich auch ein bisschen den Preis hier dann aus. Die Ray liegt bei 299 UVP, ist also deutlich günstiger als die Beam oder natürlich auch die große Arc. Klanglich merkt man es, aber die Ray ist trotzdem ganz kräftig mit dabei. Wie gesagt, im Video können wir es euch schlecht zeigen, aber dafür könnt ihr einfach vorbeikommen. Technisch ausgestattet ist die neue Ray mit 4 Class D Verstärkern, um die beiden Hoch- und die beiden Mitteltöner perfekt ansteuern zu können und in der gewohnten Leistung und Qualität, wie man es von Sonos halt eben kennt. So, jetzt stehen wir hier mal vor unserer Sonos-Wand und hier haben wir die schwarze und auch die weiße Ray mal zusammengestellt. Nachher, wenn das Video zu Ende ist, packe ich die weiße allerdings wieder ein, denn die schwarze reicht hier in unserer Ausstellung, in der Sonos-Wand, wo man sich das Ding mal anhören kann. Was sehr schön ist bei der Sonos Ray, und das haben wir natürlich auch bei der Arc, bei der Beam, bei der One und bei den anderen Boxen von Sonos, ist die True-Play-Einmessung. Wer True-Play noch nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Denn bei True-Play kann ich die Box an meinen Raum anpassen und einmessen. Wichtig ist bei der Geschichte, das funktioniert leider nur mit Apple-Geräten, nicht mit Android-Geräten. Für TruePlay braucht ihr wie gesagt ein Apple-Produkt, iPhone oder auch iPad funktionieren dabei sehr, sehr gut. Und dann könnt ihr die Box in euren Raum einmessen. Zur Erweiterung geht es natürlich auch bei der Sonos Ray mit Subwoofer oder mit der 5, mit der One. Das ist gar kein Problem. Oder auch sogar mit den Symphonics-Boxen von IKEA. Die kann ich auch als Rear-Lautsprecher nehmen, wenn ich mir ein Surround-System aufbauen möchte. Was bei der Ray ebenfalls verbaut ist, ist die Apple AirPlay 2-Funktion. Das heißt, ich kann kabellos, ohne Probleme von meinem Apple-Gerät, Musik auf die Ray streamen. Kurzes Fazit zu der Sonos Ray. Entsprechend dem Preis bringt sie wirklich ordentlich was im Sound. Mit 299 Euro ist sie eins der günstigen Sonos-Produkte. Gegenüber Beam und Arc sind natürlich doch schon klangliche Unterschiede da. Also für ein großes Wohnzimmer mit Dolby Atmos und richtigem Surround würde ich doch schon eher zu Beam oder Arc greifen. Fürs Nebenzimmer, fürs Kinderzimmer oder Schlafzimmer ist die Ray, denke ich, eine richtig, richtig gute Soundbar.
Was noch fehlt bei der Sonos Ray, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, ist, dass wir hier keine Sprachsteuerung mit drin haben. Aber wer darauf nicht verzichten möchte, positioniert entweder in der Nähe eine Sonos One oder kauft sich von Amazon den Echo Dot zum Beispiel, dann kann ich auch die Alexa wieder weiter bedienen in dem Raum. So, ich hoffe, euch hat die Präsentation der neuen Sonos Ray gefallen. Ihr habt ein paar gute Informationen von mir bekommen. Sollte das nicht ausgereicht haben, könnt ihr das gerne in den Kommentaren einfach mal eure Fragen stellen. Die versuchen wir dann bestmöglich zu beantworten. Oder wer uns kennt, wer in der Nähe wohnt, kommt gerne rein. Dann zeigen wir euch die auch nochmal vom Klang her natürlich, was ja auch immer ganz wichtig ist bei einer Soundbar. Nicht nur das Auge ist mit, sondern auch das Ohr. Kommt rein, lasst uns vorher aber einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Kommentar würden wir uns drüber freuen. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, nehmen wir auch natürlich das Abo gerne. Ansonsten bis bald, euer Radio Radke.